Hallo und herzlich willkommen zurück zur WRC-Karriere hier auf dem Pixelating-Kanal mit mir, dem Ray. Wir sind bereits abfahrtbereit für die Rallye Portugal, die als nächstes ansteht. Doch bevor wir damit loslegen, nochmal ganz kurz den Sprung zum Crew-Management, denn ich habe einen Kommentar bekommen von einem von euch, der mir ja mitgeteilt hat, wie er das Ganze so sieht, mit ja, wo welche Abteilung wirklich Sinn macht, vor allem wenn wir dann aktiv bei einer Rallye sind und wenn wir einfach hier nur im ja, Management-Part sind und dann im Kalender voranschreiten. Und da wurde gemeint, dass natürlich klar Rallye-Abteilung, also die lilanen oder blau-lilanen Abteilung, sind natürlich sinnvoll bei einer Rallye, aber weniger sinnvoll, wenn wir natürlich im Management-Bereich unterwegs sind. Der Kalender logischerweise macht natürlich Sinn, wenn wir auf dem Kalender unterwegs sind, und die Belohnungen ganz unten, also das Grüne, das macht immer Sinn. Sprich, es macht einfach Sinn, bei diesen 6 Slots einfach die so zu wählen, dass wir halt quasi die Belohnungsgeschichte immer besetzt lassen und dann immer komplett durchwechseln zwischen Rallye und Kalender, je nachdem, was ansteht. Das finde ich ein guter Tipp, denn ich war mir ja nie so sicher, ob der Physio tatsächlich auch noch Einfluss hat während der Rallye, aber scheinbar ist es nicht so. Ja, er wusste jetzt auch nicht zu 100%, aber er hat gesagt, er macht es immer so und damit kommt er gut durch, und irgendwie klingt das für mich auch logisch, und deswegen machen wir das jetzt auch so. Deswegen schicken wir den Physio wieder zurück und tauschen ihn, beziehungsweise wie machen wir das am besten, in Reserve schicken. Genau, und dann nehmen wir natürlich unsere, ja, wir haben gar keine dritte Abteilung, merke ich gerade. Okay, dann machen wir das so, sobald wir für die Reparationsgeschichte jemand haben. Ah, da haben wir gar niemanden. Deswegen, never mind, dann nehmen wir den jetzt doch nochmal mit. Aber für die Zukunft wissen wir es dann. So, Moment, wo ist er denn jetzt hier? Ja, perfekt. Okay. Dann gehen wir jetzt auf Wegchen. Aber dann haben wir das auch schon mal geklärt. So, wunderbar. Rein da. Rallye Portugal. Ja, wir bleiben auf 150, auch wenn ich so aufs Maul fliegen werde. Aber schauen wir mal. Wir nehmen das natürlich an. Und das macht ja die Meisterschaft auch ja irgendwo ein bisschen spannend. Ja, Shakedown machen wir. Übrigens, wir sind ja Portugal in der Vorsaison, also in der WRC-2-Saison, nicht gefahren. Und dementsprechend fehlt mir da ein bisschen Erfahrung. Deswegen habe ich jetzt im Vorfeld zu dieser Aufnahme den Shakedown schon ein paar Mal ja, abgefahren, den kenne ich jetzt schon ein bisschen, ja, auswendig ist jetzt übertrieben, aber ich kenne ihn schon mal, den Rest kenne ich nicht, aber dadurch konnte ich jetzt auch das Setup nochmal ein bisschen spezieller auf Portugal aufbauen, was, glaube ich, auch nicht verkehrt ist. So, zu den Reifen. Vom Gefühl her würde ich sagen, die Reifen werden hier schon ganz gut runtergeruppelt, aber ich sehe auch gerade, so viele Wertungsprüfungen haben wir gar nicht. Also das ist, also 3 Stück sind Tag 1, dann kommt Tag 2 gleich mit der Endu, Unregen, boah, okay. Dann nochmal so, dann haben wir diese superschnelle Dingensgeschichte, das ist so ein Spezialevent, glaube ich, mal wieder. Das ist aber auch mit Regen, okay, wild. Und dann nochmal eine Powerstage, die ist aber auch normal lang. Okay, das ist gar nicht so viel Distanz, würde ich jetzt mal sagen. Dementsprechend passt es schon. Ja, das passt schon. Also wir nehmen einfach nur weich wieder mit, ich riskiere es mal, auch wenn die anscheinend schnell runtergeruppelt werden. Das passt schon so. So, wunderbar, dann sind wir da. Dann für den Shakedown. Ja, gibt es eigentlich groß jetzt hier nicht viel Vorfeld zu machen. Wir können vielleicht schon mal auf die Ziele gucken. Wir müssen bei der nächsten Rallye mindestens 3 Wertungsprüfe in Folge auf Platz 1. Das werde ich auf keinen Fall schaffen. Da sind sie bei der nächsten Rallye keine strafbaren Reparaturen. Okay, das kriegen wir hin. Und dann beenden sie die nächste Rallye als erster in mindestens 2. Ja, okay, das vielleicht. Mal gucken. Ja, das ist jetzt zumindest mal eine coole Challenge. Machen wir so. Wunderbar, dann gehen wir zum Setup. Wie gesagt, habe ich schon was vorbereitet. Shorter 2, also für Portugal. Ja, gibt es groß nicht viel zu sagen. Ich habe mal ein bisschen härtere Zugstufe verwendet, einfach, dass wir ein bisschen besser entsprechend über die Unebenheiten kommen. Bodenfreiheit muss man gar nicht so hoch wählen, weil so viel krasse tiefe Unebenheiten gibt es hier nicht. Aber wild ist die Rallye auf jeden Fall. Zumindest mal das, was ich so aus dem Shakedown schon nehmen konnte. Aber was laber ich lange rum? Du wirst es eh gleich sehen. Deswegen gehen wir da jetzt auch hin und starten rein in den Shakedown. So, dann, also Kenfeld, das habe ich jetzt nicht wirklich getestet, aber ich hatte das Gefühl, Kenfeld 2 ist, ja, the way to go hier, so wieder mittlere Kenfeld-Geschichte. Wird immer gut aufgebraucht und ne, hat nicht so viel Leistung auf einmal, gerade auf dem Schotter vielleicht auch gar nicht verkehrt. Setup ist ja, kann ich eh nicht mehr ändern, ist ja eh gewählt, also deswegen rein da in den Shakedown. Hier haben wir eh nichts zu verlieren, hier geht es jetzt rein nur mal, um zu gucken, wie die Sachlage ist. Fünf, und wie sich unser Fahrzeug hier auch anfühlt. 3, 2, 1, los geht's. Rechts voll in links 4 Mittel 30. Achtung, rechts 2 in links 3 lang uneben.
In links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Ja, das sind so also diese coolen hier, die du siehst, die sind richtig fies. Und links 2 Mittelverengung. Also ich werde auf jeden Fall hier versuchen, in rechts 3 macht zu, sehr piano die Rallye anzugehen. Auch wenn ich deutlich langsamer bin als der Rest, aber ey, lieber werde ich, Achtung, keine Ahnung, sicher Vierter oder Fünfter vielleicht, als richtig aufs Maul zu fliegen, weil ich das Auto dabei schrotte. H-Nadel rechts über Schotter. Und links 4 in Achtung, links 3. Links 2 macht zu, 80. Rechts 4 lang in rechts 500. So, von den grünen Balken nicht irritieren lassen, die haben wir immer im Shakedown, weil wir hier nicht gegen andere fahren. Zu innen halten. Und rechts 5. Das war schon ein bisschen zu schnell. Upsala. Und links 4 kurz, in rechts 4 nicht schneiden. In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Bremsen in rechts 5, macht zu, rechts halten. Und Achtung, großer Sprung, rechts halten. So, Shakedown überlebt. Wie gesagt, das Areal habe ich jetzt auch schon gekannt. Darauf habe ich ein bisschen Setup eingestellt. Es wäre jetzt natürlich blöde, wenn die restliche Rallye komplett anders ist als der Shakedown vom Verlauf her. Aber da bin ich jetzt einfach mal guter Dinge. Und das ist ja auch so nochmal die zusätzliche Challenge hier in diesem Karriere-Let's Play. Ich kenne viele der Rallyes im Vorfeld halt nicht so wahnsinnig. Also manche natürlich aus der WRC 2-Saison, manche natürlich aus den sonstigen Videos, die ich mit den Legenden-Autos gemacht habe. Aber Portugal sind wir tatsächlich gar nicht gefahren. Zumindest mal kann ich mich null dran erinnern, es jemals gefahren zu haben. So, ja, wir reparieren trotzdem alles mal, was wir reparieren können, einfach, um da so gut wie möglich reinzugehen. Geld spielt für mich da einfach keine Rolle. So, es wäre schön, wenn ich das auch in Real Life so sagen könnte. Ja, dann Reifen, würde ich jetzt mal sagen, achso, das sind gar nicht zwei, ah, ich dachte, wir fahren 3. Okay, dann können wir die lassen. Dann ist es okay, dann lassen wir die so. Fahren wir die 2. Und dann sind es nochmal 2. Okay, das ist ja geschenkt. Und das ist auch extra alleine. Ah ja, das ist ja super geschenkt. Ne, dann lassen wir die Reifen mal so, wie sie sind. Wir haben hier auf jeden Fall. Ne, alles trocken auf jeden Fall. Okay, erst hier ist ein bisschen Regen gewesen. Ne. Hä, wo war denn der Regen? Irgendwo war doch Regen. Aber bedrohlich ein bisschen, okay. Dann hier Regen. Hier nochmal Regen. Okay. Ja, gut. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass wir mehr Regen hatten. Ja, ich bin ein bisschen vergesslich. So, egal, wir verlieren keine weitere Zeit. Wir gehen direkt mit den schon leicht angefahrenen Reifen rein in ja, die erste richtige Wertungsprüfung. Da gucken wir mal, wo wir stehen. Also ich würde jetzt einen Tipp abgeben. Ich glaube, ich werde irgendwie direkt voll aufs Maul fliegen. Mal gucken. Let's go. Oh, Setup hätte ich nochmal gucken müssen. Oh, ich hoffe, das Setup ist geladen. Sonst wird es ekelhaft. Weil es manchmal das Setup immer resettet wird irgendwie. Das ist so manchmal echt ein bisschen doof. Aber das kann ich hier gar nicht kontrollieren, glaube ich, oder? Nee. Oh je. Ich hoffe, das geht nicht schief. Ja, hier kann man nichts ändern. Ja, wir werden es gleich merken. 5, 4, 3, 2, 1, los! Scharfe Haarnadel rechts über Schotter, in rechts 5 und links 4 kurz. In Achtung, rechts 6 scharf bremsen, in Haarnadel links. In links 4, in rechts 4 kurz, Verengung. Okay. Und links 3 und rechts 3 macht auf, nicht schneiden, 50. Links 3 leicht schneiden, 80. Links 2 und rechts 4. In links 4 macht zu lang über Kuppe. Und rechts 3 in links 4. In rechts 3 nicht schneiden und links 5 lang macht zu 4. Und rechts 5 Verengung und rechts 3.
im links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz? Ich denke mal, das Setup ist geladen. Und links 4 und rechts 3, 80. Links 4 macht zu in rechts 5, 200. Sicht. Scharf bremsen, rechts 1 nicht schneiden und links 5 kurz in scharf rechts nicht schneiden. Upsala. Und links 5 macht zu, Fels innen in rechts 6 lang, macht zu 50. Links 5 über Kuppe, Fels innen in rechts 6 lang, Übersprung. Ich fahre lieber super vorsichtig gerade. Ich glaube, es geht alles ein bisschen schneller, aber. 150 oh, ja, genau deswegen. Oh, Vorsicht. Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Und links voll über Kuppe mit sich halten in rechts 5 sehr lang. Und Achtung, links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden. In rechts 5 bergab 100. Links 4 und rechts 6 lang, macht zu 80. Das ist rutschig. Nein. Boah. Links 5 mittel 200. Rechts 5 Verengung 250. Ich meine, danach sind die Konkurrenten meistens auch nicht so schnell, haben wir schon festgestellt. Von dem her passt es schon. Boah, ich fahre so langsam hier durch. Ich fahre ein bisschen auch auf Sicht, muss ich sagen. Okay, aber die Bremsen funktionieren gerade gar nicht gefühlt. Vorsicht. In links 5. Ja, Konzentration jetzt, weniger labern. Links 5 macht zu, 4 Mauer außen und links 5 macht zu, 30. Achtung, Knoten, Bremsen und links 2 mittel 100. Links 4 kurz in rechts 3 kurz 80. Links 4 Verengung nicht schneiden in rechts 4 mittel macht zu. In links 3 in rechts 4 macht auf Verengung 80. Rechts 3 lang in links 6. Und rechts 5 kurz scharf bremsen in links 1 kurz über Brücke. In links 1 kurz 100. Rechts 5 innen halten, links 5 macht zu 100. Rechts 4 in rechts 4 leicht schneiden. In links 5 macht zu. In Bremsen scharf rechts sehr eng und links 1 mittel. Alter, ist klar, einfach mal so in durch. Scharf rechts in rechts 3 so ein Kaffee du gefahren oder was aber. Geil. Okay, krass. Man denkt immer noch wieder mal was Neues. Rechts voll in links 4 mittel 30. Okay. Achtung, rechts 2 in links 3 lang und eben. Ich habe auch das Gefühl, dass man auch hier wieder unterschiedlichen Schotter hat. Also ein bisschen festeren, ein bisschen lockeren. Links 3 nicht schneiden. So kommt es mir ein bisschen vor. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 mittel Verengung. Rechts 4 macht auf, in rechts 3 macht zu. In Achtung, links 2 macht auf, über Asphalt 50. Das ist der Abschnitt, den wir gerade im Shakedown schon hatten, ne? Nadel rechts über Schotter. Ja, na gut, dann kennen wir den mindestens. In Achtung, links 3. Links 2 macht zu, 80. Rechts 4 lang in rechts 500. Achtung, links 3 macht zu, innen halten.
Und rechts 5. Und links 4 kurz, in rechts 4 nicht schneiden. In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Bremsen, in rechts 5 macht zu, rechts halten. Und Achtung, großer Sprung, rechts halten. Achtung, rechts 4, Verengung über Kuppe. Und rechts 4, leicht schneiden ins Ziel. Okay. Also fühlt sich alles noch ein bisschen hakelig an. Ich habe jetzt auch gerade in diesem schnelleren Abschnitt, wo viele 5er-6er-Kurven waren, nicht so ganz vertraut auf das alles. Einfach halt fremde Umgebung. Bin da sehr vorsichtig gefahren, dann auch gerade in Verbindung mit der Dunkelheit. Deswegen schön sah es jetzt nicht aus. Oh, guck mal, es hat gerade der Regen angefangen hier am Ende. Aber am Ende des Tages war es wohl schnell. Ja? What? Okay. Sogar richtig schnell. Ey, sag ich nichts dagegen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der Nacht die auch irgendwie nicht so schnell sind. Vielleicht die selber WRC Generation spielen, vielleicht könnt ihr schlussendlich auch diese Aussage mal bestätigen oder verneinen. Aber ja, ich nehme es gerne mit. Ich nehme mich super gerne mit, weil ich jetzt echt gedacht, ich krieg voll aufs Maul. Klar, größerer Fehler war nicht drin. Das ist schon mal sehr gut. Aber wie gesagt, es war noch nicht so hundertprozentig rund. Aber jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Mit der ganzen Geschichte hier. Aber Fahrzeug fühlt sich gut an. Ich glaube, das Setup ist auch, was ich da gebastelt habe, absolut in Ordnung. Auf Basis des schon vorhandenen Setups. Also das passt schon. Jetzt noch mal ein bisschen Sonnenaufgang. Sieht auf jeden Fall... Sieht schon cool aus. Es gefällt mir, die Rallye irgendwo. Ich glaube, der Trick ist halt wirklich in den langsameren Abschnitten auch wirklich langsam zu bleiben. Nicht zu viel vom Fahrzeug zu verlangen. Nicht zu viel Wheelspin auch haben, weil dann ruppelt es hier die Reifen eh nur kaputt. Einfach auf die lange Sicht auch so ein bisschen denken. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Weg. So, zu den Reifen. Da wechseln wir wieder durch. Ich würde sagen, wir überkreuzen wieder. Und da auch vielleicht da der Hinweis. Ich wurde nämlich gefragt jetzt mal wieder, warum überkreuze ich denn? Das ist doch komplett Blödsinn. Das macht man doch in echt auch nicht. In echt, wenn du ein Auto hast, dann machst du doch auch, wenn sie vorne mehr abgefahren sind, dass du sie nach hinten machst und solche Geschichten oder umgekehrt. Ja, zum Beispiel bei meinem Calibra, den ich damals hatte, das war ein Frontkratzer. Der Calibra V6, was ich hatte, den gab es ja nicht als Allrad. Da war das ja tatsächlich so, dass die Vorderreifen einfach auch aufgrund des V6-Motors, der da vorne dran war, der auch schon echt Gewicht hatte, dass die Vorderreifen schon ein bisschen mehr runtergeruppelt wurden und die Reifen waren vorne zu hinten auch gleich. So war es dann auch so, dass ich meistens die, wenn die vorne ein bisschen mehr abgeruppelt waren, einfach dann mal die hinteren genommen habe, die nach vorne gesetzt habe und die abgefahrenen vorne dann nach hinten so, dann war das in Ordnung. Das Ding ist allerdings, hier macht man das nicht und zwar aus dem folgenden Grund. Das Ding ist ja, wie du siehst, die waren ja relativ gleichmäßig abgenutzt. Und das ist ja genau das Ding bei so einem WRC, bei so einem Rallye-Auto. Das Ding ist quasi vorne zu hinten gleich. Ja, das Ding hat überall ungefähr gleich viel Abrieb. Und warum man das dann über Kreuz macht, ganz einfach. Das ist wie wenn du ein Brett irgendwo hin nagelst oder so, dann nagelst du auch über Kreuz erstmal fest. Dadurch hast du eine gewisse Stabilität. Ne? Du machst auch nicht erst oben, oben, unten, unten, sondern du machst erstmal auf der einen Seite oben und auf der gegenüberliegenden Seite unten. Und dann hast du schon mal eine absolute Stabilität. Das ist einfach im Handwerk normal und völlig logisch. Und so ist es hier genauso. Ja? Wenn du es über Kreuz machst, dann hast du einfach diese nötige Stabilität. Dann stabilisiert sich das schon über vorne links und hinten rechts jetzt in dem Fall zum Beispiel. Und genau deswegen machst du über Kreuz. Und das machen sie in der echten WRC genauso. Ja? Also von dem her, das nochmal zur Erklärung, warum man das so macht. 5, 4... 3, 2, 1, los geht's. 80, links 4, in rechts 6 kurz, in links 4 kurz und links 4 innen halten, 100. Rechts 2, Baum innen und rechts 5 kurz, Fels innen, Verengung. Und links 3, macht auf, lang. In links 5 und Kuppe mittig halten, 50. Rechts 4 nicht schneiden und links 5 kurz, 80. Achtung, rechts 4, Baum innen, Verengung durch Tor, 150. Links 6 scharf bremsen, in scharf rechts, sehr eng, Baum innen, 30. Scharf rechts, Baum innen, 150, uneben.
Ja, das ist wirklich sehr eng hier. Da hilft dann die gute alte Handbremse auch. Achtung, links 4 kurz, Fels außen 70 und rechts 5, 50. Links 5 kurz, in rechts 5, 200, Verengung. Links 5, in rechts 400. Vorsicht. Ja, okay. Mir die Luft genommen. Rechts ja, kurz, ja, auch ein bisschen. 100, ein bisschen aufpassen, ist schon ein bisschen rutschig, so. Kannst nicht so in die Kurve reingeiern wie halt auf einer Asphalt-Rally. Muss schon ein bisschen mit ein bisschen Winkel machen, mit ein bisschen Gefühl. Auch eine geile Art zu fahren. Also mir gefällt es schon übelst auf Schotter-Race zu fahren, aber es ist, muss erstmal im Kopf wieder drauf klar werden. Ich muss echt jede Kurve peinlichst aufpassen, dass die mich nicht aushebelt. Wir sind schon fies hier. Das merke ich schon. Nämlich plötzlich mal den Bremsweg oder so richtig erhöhen. Das wollen wir nicht. Links 2 leicht schneiden und rechts 4 Verengung in rechts 5, 80 mittig halten. Scharf bremsen für Knoten, Verengung und rechts 1 mittel in links 4. Und links 3 innen halten, rechts 5. In links 4 kurz, in links 5 Übersprung 50. Scharf bremsen für scharf links, in rechts 1 kurz 50. Links 3 leicht schneiden 80. Rechts 3 in links 4 leicht schneiden. Und rechts 2 innen halten, links 1. In rechts 4 und rechts 3. Sicht, nicht zu überpacen hier. In links 3 und rechts 4, 50. Links 4 in rechts 3. In rechts 4 kurz, in rechts 5. In links 6 lang, über Kuppe mittig halten, in rechts 5, 50. Rechts 6, Fels innen, 80. Rechts 4 über Kuppel mittel rechts halten. Links 2 in rechts 3 sehr eng 50. Rechts 3 in links 4. Aber gute Ansagen auch hier. 100. Links 3 in rechts voll 80. Rechts 5 macht zu 4 sehr lang. Und Achtung, scharf bremsen für Haarnadel links. In rechts 3 kurz, in links 2 macht auf 100. Links 2 innen halten, in rechts 5 über Bodenwelle, in links 4 80. Rechts 3 und rechts 4 über Kuppe macht zu, nicht schneiden. In links 3 Verengung, in rechts 4 kurz, 80 über Kuppe. Links 4 kurz, über Kuppe 200. Okay, ich bremsen, dachte, die Kuppe ist ein bisschen wilder, aber das weiß man halt im Vorfeld nicht. Scharfe Haarnadel links, Baum innen 200. Achtung, rechts 2 eingangs nicht schneiden durch Wasser und scharf links nicht schneiden 80. Links 4 kurz nicht schneiden in rechts 3 okay, bremst mehr aber als gedacht. 80. Links 4 kurz und rechts 4 kurz 80. Links 4 kurz nicht schneiden 120 uneben. Die Bäume sind halt fies hier, ne? Links 5 lang macht zu 150. Oh, ist das fies. Boah, okay. Ich dachte nicht, dass die... Okay. Das tat weh auf jeden Fall. Rechts 3 lang, 80. Links 4 kurz, bergauf, 120 und Ziel. Okay, let's go.
Das ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, hier und da ein bisschen vorsichtig, noch ein bisschen eckig, aber das kommt dann halt, sobald ich die Umgebung, die Rallye ein bisschen besser kennenlerne. Aber auch wieder hier die ganze Sache gewonnen. Also so schlecht wird es dann wohl nicht sein. Ne? Ihr habt es ja selber nochmal gesehen. Schwierigkeitsgrad nach wie vor 150, also höher geht nicht. Aber so kann man auch mal reinstarten in den ersten Wertungsprüfungstag. Direkt mal mit 32 Sekunden Vorsprung. Da sage ich nicht nein. Ja? So, ja, jetzt haben wir nochmal zwei. Ich würde sagen, zwecks der Zeit, wir beginnen, die eine beginnen wir noch und dann machen wir quasi hier so dazwischen den Folgenwechsel. Aber das kriegen wir schon hin. So, Reifen, die werden natürlich jetzt ersetzt. Das muss ich noch gerade überlegen. Ja doch, das machen wir so. Wir machen das mal so. Und jetzt will ich gerade kurz gucken. Warte mal, das sind beides auch nochmal relativ kurze. Ich will auch ein bisschen Reifen sparen tatsächlich. Deswegen bin ich jetzt gerade überlegen, ob wir das so machen. Dann sind die weg, dann tauschen wir die durch die. Ich meine die dann durch die. Ja, das wird schon irgendwie passen, denke ich. Oder sollen wir gleich mit den komplett kaputten schon fahren und dann... Nee, das macht gar keinen Sinn. Dann sind die ja richtig runter, dann mit den 100 dann... Nee, das passt schon so. Würde ich sagen. Das passt schon so. Oder wir nehmen... Ah, warte mal, wir machen das so. Und dann passt es. Hoffe ich. Probieren wir einfach mal aus. Ja, Reparatur. Bremsen, Aufhängung, Motor. Okay, ist doch. Also das eine hat doch ein bisschen mehr wehgetan als gedacht. Ja, ich merke schon. Ich kann nicht alles reparieren. Muss ich gleich selber mal gucken, was ich dann davon wieder abziehe. Ich denke mal, Bremsen. Machen wir erstmal nochmal weg. Und dann machen wir die beim nächsten Mal. Bremsen sollte man, hat man ja gemerkt, nicht außer Acht lassen hier. Dann reparieren wir das mal so. Und Reifen, also haben wir schon. Setup machen wir nochmal neu hier. Das hat er jetzt resettet, aber ich denke schon, dass das mein Setup gerade eben war. Ansonsten müssen wir ganz fix wieder zum Standard-Setup zurück. So, okay, dann haben wir das schon mal. Wunderbar. Dann machen wir die eine Wertungsprüfung hier noch knapp unter 10 Kilometer. Das ist nochmal eine nette Distanz. Also, let's go rein da. In den Tag. Ja, wenn ich die jetzt gewinne, dann hätte ich das ja fast schon machen können mit drei in Folge. Aber weiß man das im Vorfeld, dass man dann doch so gut unterwegs ist? War jetzt nicht hier den Rallye-Ausgang vor dem Ende und so loben, blablub. Ihr wisst Bescheid. Das könnte auch alles nochmal richtig schief gehen. Deswegen jetzt erstmal Konzentration und rein da. 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's. 30, links 5 kurz, leicht schneiden, 100. Achtung, großer Sprung, mittig halten. In links 5 und rechts 6 sehr lang. Und links 4 in Achtung, rechts 3. Und links 4 kurz, in rechts 4, 30. Links 4 leicht schneiden, in rechts 3 innen halten, 100. Links 3 macht auf, in links 3 ballen außen, 100. Okay. Rechts 2 und links 5 bremsen, 100. Rechts 3 Verengung und rechts 4 kurz bremsen. In Haarnadel links schneiden über Asphalt. Das ist fies. Uiuiui, ist das fies hier. Rechts 2 lang über Schotter. In Achtung, links 3 macht zu, in links 3 macht auf Verengung. Rechts 2. Und links 1, 30. Rechts 3, nicht schneiden, 30. Rechts 3. In rechts 4, innen halten und links 3, 100. Baum innen, rechts 4, kurz, in links 5, über Asphalt. Achtung, bremsen, links 2, macht zu, in scharf links. In rechts 1.
und scharf links macht auf im rechts 4 lang über Schotter. Von links 3 in links 4. Und rechts 5 macht zu in links 6. Und Achtung, scharf bremsen, scharf rechts über Brücke in rechts 1 kurz. Und links 5 in rechts 6. In links 4 macht zu 50 über Kuppe. Links 4 macht zu in rechts 3. In links 3 in rechts 4 nicht schneiden 120. Links 3 kurz in rechts 4 kurz 80. Achtung, rechts 1 in links 5 Verengung 80. Rechts 5 lang und links 4. In rechts 5 mittel, in links 4 macht zu. In rechts 4, in links 3 macht zu 1 kurz 200. Rechts 600 uneben. Links 6 macht zu 580. Rechts 5 mittel und links 6 uneben 100. Rechts 4 80. Links 4 Fels innen scharf bremsen in scharfer Haarnadel rechts schneiden. Und rechts 5 und links 5 mittel. In links 6 über Kuppe in rechts 5. Und links 5 mittel macht zu in Bodenwellen. In rechts 4 und Kuppe mittig halten 30. Rechts 4 leicht schneiden 150. Rechts 4 innen halten über Kuppe 50. Links 5 macht zu Verengung 80. Rechts 5 scharf bremsen in scharf links nicht schneiden. Und rechts 4 kurz in links 1 und rechts voll 50. Links 5 in rechts 4 80. Links 2 kurz in rechts 3. Links 3 ganz vergessen, die Dinger auszumachen. Nicht schneiden. Links 4 kurz 80. So in der Konzentration hier. Links also geile Rallye auf alle Fälle, aber die hat schon in sich richtig fiese Stellen. Und links 3 in rechts 5 innen halten. Und links 4 kurz und rechts 5 über Kuppe mittig halten. Rechts 4 in links 4 kurz. In rechts 3 kurz schneiden 80. Rechts 4 leicht schneiden und links 3 innen halten nicht schneiden 80. Rechts 3 leicht schneiden eng und links 4 kurz. In Achtung, rechts 4 kurz scharf bremsen für rechts 1 30. Rechts 4 kurz in links 5 Verengung. Und scharf bremsen, scharfe Haarnadel links über Asphalt 70 und Ziel. Ja, holla, würde ich sagen. Holla, holla. Ja, nice. Diesmal nicht so. Nicht so dominant. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Reifen lag oder ob ich wirklich jetzt vor allem im Standard-Setup gefahren bin und das einfach so geil funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Weil das Standard-Setup habe ich tatsächlich hier nie ausprobiert.
Aber gut, es hat damit auch geklappt. Was ich, glaube ich, noch mal ein bisschen ändern werde, ist Getriebe. Das hat sich jetzt echt anders angefühlt als die Wertungsprüfung davor. Ich glaube, ich bin wirklich davor mit dem ganz normalen Standard-Setup gefahren, was echt gut funktioniert hat. Vielleicht gehe ich wirklich darauf zurück. Na, mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in den Replay-Modus, beziehungsweise ich verabschiede mich in den Replay-Modus. Ich lasse hier, hupsala, das war Quatsch, was mache ich denn hier? Ich lasse hier nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen eindrücken hier alleine und bin dann aber selber schon mal raus an dieser Stelle. Würde mich natürlich riesig freuen über ein Däumchen nach oben. Und wenn du natürlich auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn es hier weitergeht in der Rally Portugal. Läuft ja aktuell sehr, sehr, sehr gut für uns. So müssen wir weitermachen. Bin halt mal gespannt, wenn der Regen kommt. Da gilt natürlich dann auf jeden Fall Piano. So, aber jetzt viel Spaß mit den Bildern und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Oh.